Und oft im Leben ist es so, liebe Freunde, wenn man sich fragt, wie kommt denn eine Krankheit zustande? Sehr oft, weil man dem Körper nicht das gibt, was er braucht. Und das Wichtigste ist die innere Ruhe. Unser Körper kann Unglaubliches leisten, aber dann braucht er wieder Ruhe. Und zwar nicht äußere Ruhe, sondern innere Ruhe. Manchmal ist die Zeit besser genutzt, wenn man nichts tut, als das Falsche. Und wenn man einfach mal zur Ruhe kommt. Ich kann mich doch auf den Stuhl setzen und aus dem Fenster gucken und mal nichts tun. Ich kann mich auch hinsetzen und die Augen zumachen. Ich muss ja nicht gleich schlafen, aber mal den Körper spüren, mal die Ruhe spüren, mal runterkommen, die Zeit nutzen, sich selber spüren. Liebe Freunde, das ist so wichtig und Bruno Gröning rät uns das ja auch immer wieder an, dass er sagt, kommen Sie in die Ruhe. Nehmen Sie sich ein, zweimal am Tag die Zeit. Ziehen Sie sich zurück. Stellen Sie sich ein. Das ist so wichtig, dass wir da zu uns kommen und danach trachten, mit Gott eins zu werden. Und wenn Sie dann aufstehen nach einer bestimmten Zeit und sagen, ah, jetzt bin ich wieder so richtig bei mir, dann sind Sie bei Gott. Das ist das. Dann erleben Sie das. Und diesen Zustand, den dürfen wir nicht hergeben. Und den dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Tun ist gut, aber der Mensch braucht eine ganz bestimmte Zeit für sich selber. Und das heißt, das zu tun, was für ihn richtig ist. Wenn Sie das tun, was genau richtig ist für Sie, dann ist das Zeit, die Sie für sich haben, obwohl Sie etwas tun. Es ist ein Unterschied, ob Sie husch, husch kochen, zack, zack, schnell, schnell, Kinder kommen und so weiter und Sie sind gar nicht wirklich dabei, Sie tun es nur, oder ob Sie sagen, so, und jetzt koche ich, jetzt backe ich Plätzchen. Jetzt mache ich das. Und dann sind Sie dabei und Sie machen es gerne und Sie machen es mit der ganzen Liebe. Und wenn Sie dann fertig sind, dann hatten Sie die Zeit. Dann haben Sie für sich Zeit gehabt. Spüren Sie den Unterschied? Und das meint Bruno Gröning. Wenn man etwas getan hat, mit der ganzen Liebe, mit dem ganzen Herzen, dass man dabei ist. Und so ist es richtig, dass wir die Zeit nutzen. Und liebe Freunde, damit sagt Bruno Gröning aber auch ganz klar, dass wir unserem Körper auch die Zeit geben müssen, die der Körper braucht. Und wenn wir keine Zeit mehr haben zu essen oder keine Zeit mehr haben aufs Töpfchen zu gehen oder keine Zeit mehr haben zum Schlafen oder keine Zeit mehr haben, uns einzustellen, liebe Freunde, dann ist es traurig um uns bestellt. Die Zeit, die wir brauchen für unseren Körper, die müssen wir ihm geben. Und oft im Leben ist es so, liebe Freunde, wenn man sich fragt, wie kommt denn eine Krankheit zustande? Sehr oft, weil man dem Körper nicht das gibt, was er braucht. Und das Wichtigste ist die innere Ruhe. Und wenn er sagt, wir sollen uns einstellen, zur Ruhe kommen, dann ist es genau das. Der Körper hält eine ganze Menge aus. Aber bedenkt, wenn er Sport macht, wenn er Vollgas arbeitet. Unser Körper kann Unglaubliches leisten. Aber dann braucht er wieder Ruhe. Und zwar nicht äußere Ruhe, sondern innere Ruhe. Ich habe das einige Male in meiner Firma erlebt, da ging es so heiß her. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, boah, super, wozu man so fähig ist. Aber dann merkte ich auf einmal innerlich, es fing an zu flattern. Es vibrierte. Und dann merkte ich, das ist keine gute Energie, das ist kein guter Strom, das ist kein gutes Gefühl. Dann merkte ich, ich habe den Bogen überspannt. Und wenn das war, habe ich sofort alles liegen und stehen gelassen, frei nach dem Motto, ich bin gar nicht so wichtig, habe ich mich erstmal eingestellt. Telefon aus, Ruhe. Und wenn man dann zur Ruhe kommt, dann merkt man, wie das Ganze wackelt und vibriert innerlich. Das ist nicht gut. Runter, 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 runter. Einstellen, die Kraft fließen lassen, sich wieder neu sortieren. So, wenn man dann nach ein paar Minuten wieder ganz ruhig ist, das Interessante ist dann, dass sich auch die Gedanken sortieren und dass man von den 30 Sachen, die man jetzt gerade machen wollte, feststellt, die 15 Dinge sind gar nicht wichtig. Die brauchst du jetzt gar nicht. Die anderen 15, das reicht. Und dann kann man in Ruhe weitermachen und unterm Strich schafft man viel mehr, als wenn man weitergelaufen wäre. Und deswegen weist uns Bruno Gröning so liebevoll darauf hin, dass wir auf unseren Körper achten sollen, dass wir uns diese Zeit nehmen sollen. Aber das ist so wichtig, dass wir jeden Tag immer wieder ganz bei uns sind und die Zeit wirklich zum Guten nutzen.